Ja, das war sie schon, die erste Tourwoche. Hat großen Spaß gemacht. Wir sind in Kärnten losgestartet, waren dann in der Steiermark, im Burgenland, in Salzburg, in Oberösterreich, in Osttirol und sind jetzt wieder in der Steiermark zurück. 2000 Kilometer mit dem Bus quer durch Österreich, das kann sich schon mal sehen lassen. Ich habe mich natürlich auf die Tour gefreut, aber dass es so cool wird, das habe ich nicht erwartet. Du triffst viele Leute, die dir Feedback geben, die dir ihre Sorgen schildern, die erklären, was ihnen unter den Nägeln brennt. Und ich muss sagen, das ist schon für mich wichtig und beeindruckend gewesen, weil es führt dazu, dass man am Ende spürt, für wen man eigentlich Politik macht. Und natürlich siehst du unglaublich viel vom Land. In den letzten Tagen habe ich mir oft und oft gedacht, Wahnsinn, wie glücklich sind wir, dass wir in diesem Land leben dürfen. Und zwar nicht nur wegen der Schönheit der Natur, sondern auch wegen all dem, was wir über die vielen Jahre erreicht haben, was uns groß gemacht hat, was uns erfolgreich gemacht hat und was unser Land so außergewöhnlich lebenswert macht. Am wichtigsten natürlich die Menschen, die in unserem Land leben. Ich bin in Großaarl gewesen, das war wirklich beeindruckend. Da ist Anfang August eine Mure runtergegangen, da war die Straße dann weg. Und in der Situation sind die vielen Freiwilligen gekommen, die Bergrettung, die Rettung, die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei auch und das Bundesheer, die Dorfbewohner und haben alle mitgeholfen beim Wiederaufbauen. Keiner hat gefragt, hilft mir das, ist das angenehm, muss man jetzt in der Nacht aufstehen, was habe ich eigentlich davon? Nein, die waren einfach nur da und haben geholfen, als ihre Nachbarn die Hilfe gebraucht haben und die Solidarität der Gemeinschaft gebraucht haben. Und das haben wir immer wieder, nicht nur bei der Freiwilligen Feuerwehr, auch bei den Blasmusikkapellen. Unglaublich, wie viele junge Menschen sich hier engagieren, um unser Erbe, unsere Traditionen weiterzubringen und weiterzuentwickeln. Am Morgen geht es weiter nach Tirol, dann nach Vorarlberg und dann später auch wieder zurück nach Wien. Ich freue mich schon auf viele neue Eindrücke und ich hoffe sehr, dass auch wir uns dabei treffen werden.